Hallo, hier ist Alexander Gottwald und ich habe hier mal wieder den Martin Weiß bei mir im Interview. Freue ich mich ganz doll. Heute in etwas sommerlicherer Stimmung. Beim letzten Mal war es ja noch ziemlich kühl in Deutschland. Jetzt offensichtlich nicht nur bei uns hier in Bolivien warm, sondern auch bei euch. Hallo Martin. Hallo Alexander. Und heute wollen wir über den neuen Prozess sprechen, den Martin hat. Und am Ende dieses Interviews haben wir noch ein spezielles Geschenk für dich, das ich persönlich sehr, sehr spannend finde und ja, was dich vielleicht zusätzlich motiviert, neben dem natürlich sehr spannenden Interview, das wir gleich haben werden, bis zum Ende dran zu bleiben. Okay, also Kickstarter. Wir sind ja gerade im Moment in deinem Quest-Prozess, den ich sehr, sehr fundiert finde und worüber wir ja auch schon neulich im Video mal berichtet haben und diesen Versöhnungsprozess ja auch öffentlich gemacht haben. Und jetzt gibt es also den Kickstarter. Also erzähl mal, was ist der Unterschied zwischen Quest und dem Kickstarter, Martin? Ja, genau. Also das Quest-Seminar, das beschäftigt sich erstmal mit sehr grundsätzlichen Sachen. Also wo will ich hin? Was sind meine Lebensziele? Was ist auch so mein Ruf, meine Berufung? Na, da geht es eher, sage ich mal, so um Ziele oder Zielsetzungen, die nächsten 5, 10 oder 20 Jahre oder 30 Jahre deines Lebens so bestimmen werden. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Grundlagenseminar, wenn man einfach so grundsätzlich das Gefühl hat, ich stehe irgendwie an so einem Scheideweg und ich muss mich jetzt mal irgendwie in meinem Leben irgendwie neu orientieren. Kickstarter ist, könnte man sagen, eigentlich das Seminar, das sich da nahtlos dran anschließt. Und das ist für alle gedacht, die ein Ziel haben, das sie gerne umsetzen möchten und die jetzt sozusagen mal so einen Anschub und Motivation, auch so eine Begleitung brauchen, um mal wirklich in die Puschen zu kommen. Also zum Beispiel, habe ich eine Frau dabei gehabt bei dem Seminar, die zum Beispiel schon längere Zeit mit so einem Filmprojekt schwanger ging. Ne, sie wollte was für Schulen machen, sie ist Lehrerin und wollte da auch ein bisschen was bewegen, weil gerade die mediale Kompetenz von Schülern wird irgendwie nicht so richtig gefördert. Und sie hat dann das Kickstarter-Seminar benutzt, ne, um sich dann zu sagen, okay, ich habe hier ein Ziel, ich will hier diesen Film an den Start kriegen. Ich mache jetzt bei diesem Seminar mit. Ich habe einen Zeitraum von 4 bis 6 Wochen und in der Zeit komme ich jetzt richtig in die Puschen und setze das wirklich um. Und das Kickstarter-Seminar, da zeige ich also wirklich Techniken, wie man also sein Ziel richtig gut auf den Punkt bekommt, dass man auch eine richtig starke Motivation entwickelt, wie man sich richtig fokussieren kann und dass man es wirklich auch von A bis Z durchzieht, sodass man am Ende wirklich garantiert auch ein Erfolg erzielt. Das ist also der Kern des Ganzen. Also hier geht es wirklich jetzt um konkrete Umsetzung, um konkrete Erfolge, um ganz konkrete Resultate, die man in einem festen, klaren Zeitrahmen erreichen will. Ah, super. Das klingt gut. Das passt ja auch zu meinem momentanen Thema, mich mehr zu fokussieren und konkret ins Umsetzen zu kommen. Genau, an der Stelle kann ich schon einhaken, wenn das okay ist. Na klar. Ich arbeite gerade an einem Video, wo ich ein Interview auch mit zwei Frauen geführt habe, die auch beim letzten Kickstarter dabei waren. Und da ist auch genau das, was du gerade gesagt hast, besonders thematisiert worden. Auch einer der Sachen, die an dem Seminar auch richtig gut fanden. Also es war eine Frau, Ute heißt die, die auch Doktorin ist und die dann gesagt hat, also sie hatte wirklich auch zu dem Zeitpunkt, als sie angefangen hat mit dem Seminar, ganz viele Projekte gleichzeitig am Laufen. Und sie sagte, ich habe irgendwie 1000 Projekte, irgendwie aber nur 48 Stunden Zeit, das irgendwie zu realisieren. Und das hat sie dann dazu gebracht, dass sie sich auch sehr verzettelt hat. Und für sie war das ganz wichtig, dass sie einfach für sich erstmal überhaupt klar bekommen hat, was ist denn das eine Projekt von den vielen Ideen, die ich habe und die auch alle für sich gesehen gut sind, was ist denn das eine Projekt, das ich jetzt wirklich umsetze? Und diese Konzentration auf eine einzige Sache ist meines Erachtens ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor, damit wirklich was aus den eigenen Zielen auch wird. Weil ich beobachte das nicht nur, ich habe das bei mir so beobachtet, du kennst das auch und ich glaube, alle, die zugucken oder fast alle, die zugucken, kennen das auch.
dass wir heute so viele Möglichkeiten haben, was zu realisieren, so viele Optionen, so viele Chancen und Möglichkeiten haben, was auf die Beine zu stellen, und dass uns gerade diese Vielzahl von Möglichkeiten eher verwirrt. Ja. Ja, dass wir dann irgendwie auch nicht genau wissen, da will ich das eine machen, das geht in die Hose, dann habe ich ja die anderen nicht gemacht, also manchmal so mehrere Sachen gleichzeitig. Dann jonglieren wir auch immer mehrere Teller gleichzeitig, genau, mit dem Ergebnis, dass uns auch relativ schnell verzetteln. Das Drama des begabten Kindes 2.0 könnte man es vielleicht nennen. Genau, es gibt ein Zitat von Karl Weick, das ist so ein Organisationsforscher, Dr. Karl Weick. Der hat so über uns heutzutage gesagt, ich sage es mal auf Englisch, our problem is not ignorance, but confusion. Also er meint so, wir haben heute keinen Informationsmangel, wir haben auch heute keinen Technologiemangel mehr, wir können unglaubliche Dinge mit einfachsten Mitteln sozusagen umsetzen. Wenn man sich allein das nur im Internet anguckt, jeder kann einen Blog aufsetzen, jeder kann irgendwie Videos machen, jeder kann im Prinzip mit geringen Mitteln irgendwie eine Menge auf die Beine stellen. Du kannst dir zu allem aus dem Netz Informationen rausziehen. Es gibt überall auch was kostenlos, was du dir herunterladen kannst. So viele Gruppen, Communities und so weiter und so fort. So, ne, das ist nicht unser Problem. Er sagt eher, unser Problem ist Confusion, dass wir überfordert sind, ne, dass wir einfach den Fokus verlieren und dadurch irgendwie in diese Bredouille reinkommen, dass wir irgendwie eigentlich nicht so richtig schaffen und uns die ganze Zeit auch gehetzt und gestresst fühlen und irgendwie nicht wissen, ne, wie sollen wir das irgendwie noch alles auf die Reihe kriegen. Ja, das kenne ich gut. Und na klar, und ich meine, dann wird dir ja auch noch gesagt, wenn du jetzt im Internet Erfolg haben willst, dann reicht das nicht. Wenn du einfach nur einen Blog machst oder eine Webseite, dann musst du auch noch eben, ja klar, du musst Videos machen, aber das reicht auch nicht. Dann musst du ja auch noch Social Networken und musst präsent sein auf Facebook, auf Twitter, auf Xing, auf sonst wo. Und ja, und dann heißt es ja noch, man soll ja auch noch ein Familienleben haben und irgendwie noch was für sich machen. Und dann sagen sie, ja, dann mach doch Outsourcing. Aber dass du die Leute dann ja auch kontrollieren musst und das unter Umständen fast mehr Zeit kostet, als die Dinge selber zu machen. Also ich kann dem nur zustimmen, also dass das wirklich darum geht, erstmal ein Thema sich rauszusuchen und das wirklich in die Tiefe auszuführen und sich da auch die Tage einzuteilen, wirklich zu sagen, also heute mache ich wirklich das und auch zu sehen, wie viel Zeitfenster habe ich realistisch überhaupt, weil sonst entsteht auch wieder nicht nur das Gefühl von Verwirrung, sondern auch so ein Gefühl von Überforderung und daraus dann so eine Lustlosigkeit, und das kennen wahrscheinlich auch viele. Und ich denke, in so vielen Menschen ist einfach so viel Potenzial, was ja zum Teil auch schon ausgearbeitet ist, wo schon Ausbildungen gemacht wurden, wo schon auch Berufserfahrung sogar da ist und wo es einfach wirklich darum geht, mal eine konkrete Anleitung zu kriegen oder Begleitung zu kriegen, Dinge mal konkret auch umzusetzen. Und jetzt verstehe ich dich so, dass dieser Kickstarter so in diese Richtung geht, oder? Das ist der Anfang. Also der Anfang besteht erstmal da drin, dass man für sich nochmal wirklich klar kriegt, okay, was ist das genau, was ich erreichen will? Und als ich angefangen habe mit dem Kickstarter, habe ich mal gedacht, naja, okay, die Leute haben schon ein Ziel, irgendwie, die wissen schon, was sie wollen irgendwie, und wir müssen uns jetzt mehr darauf konzentrieren, dass wir in die Umsetzung gehen. Aber die meisten Leute, die ich dort habe, die haben wirklich viele Ideen, die leiden in Anführungsstrichen darunter. Und deswegen ist der erste Punkt, dass man erstmal für sich nochmal ganz genau klar kriegt, was ist jetzt das, was ist auch das Ziel, ist das wirklich rockt, so nenne ich das ja. Ne? Ja. Und dazu habe ich einfach so bestimmte Techniken entwickelt, dass man wirklich auch sein eigenes Herz befragen kann, ja, weil das ist so die einzige Instanz, die innere Stimme, ja, dass man für sich rauskriegt, was ist eigentlich das, was wirklich für mich ansteht. Bei der Ute beispielsweise, mit der ich dieses Interview gemacht habe, die sagte zum Beispiel, sie ist eigentlich in den Kickstarter gekommen mit dem Ziel, ihr Studium weiter voranzutreiben, weil das irgendwie so ein bisschen so ja, in den Hintergrund geraten war. Und als sie dann wirklich angefangen hat, so ihr Herz zu befragen und rauszukriegen, was ist denn da jetzt eigentlich los oder sowas, hat sie gemerkt, das ist überhaupt nicht meins. Ne? Ich will schreiben. Mhm. Und das ist der erste Schritt. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Der zweite Schritt, der dann kommt, ist wirklich auch diese Entscheidung zu treffen, okay, ich habe jetzt einen Zeitraum,
sagen wir mal, von 4 Wochen, 28 Tage, in denen ich mich jetzt um dieses Ziel kümmere, und in diesen 28 Tagen konzentriere ich mich auf dieses Ziel vollständig. Das heißt, man muss dann das machen, was der Steve Jobs gesagt hat. Steve Jobs, der Begründer und der sicherlich der Mann, der Apple zu dem gemacht hat, was es heute ist, nämlich das wertvollste Unternehmen der Welt. Der hat gesagt, irgendwie Fokus heißt, zu 100 guten anderen Ideen Nein zu sagen. Und das bedeutet auch, dass man, und ich glaube, das ist ein Erfolgsprinzip. Das ist wirklich, das ist ein echtes, ne, Leute reden ja immer über Erfolgsprinzipien, was sind denn so die Erfolgsfaktoren? Und ich glaube, das ist eines der wesentlichen Erfolgsfaktoren in unserer Zeit. Du musst ein Ziel haben, das rockt, also das ist schon wirklich was mit dir zu tun hat. Und du musst dann auch wirklich diesen Fokus setzen und die Fähigkeit haben zu sagen, zumindest für einen begrenzten Zeitraum, das ist jetzt mein Fokus, das ziehe ich jetzt durch, das mache ich jetzt. Und alles andere, was so rechts und links noch sich so ergibt oder sowas, kann ich später mal drüber nachdenken, aber jetzt nicht. Jetzt ziehe ich mal diese eine Sache wirklich bis zum Ende durch. Und das ist dann das Zweite, dass die Leute dann lernen, ja, wie kann ich mich eigentlich so im Tagesgeschäft auf diese Sachen auch konzentrieren? Da bringe ich dann auch Sachen rein aus meinem Effectivity-Kurs. Effectivity ist ein Kurs, den ich seit 2002, also seit circa 10 Jahren, vor allen Dingen für Firmenkunden gebe, wie Dr. Oetker, RWE, Bertelsmann, vor allen Dingen Daimler mache ich auch sehr viel, wo ich Menschen zeige, wie sie einfach produktiver arbeiten können. Da gibt es ganz bestimmte Techniken, wie man damit arbeiten kann, wie man also auch sich selber sozusagen auf ein richtig gutes Leistungsniveau bringt, wie man auch gut in den Flow kommt, wie, du hast es vorhin schon mal angedeutet, wie man auch den Tag so einteilt, ja, dass man wirklich was für dieses Ziel auch macht, auch diese Zeit hat, aber eben auch noch vielleicht mit den anderen Dingen. Es reicht, man kann ja nicht nur das eine Ziel machen, man hat ja trotzdem noch Verpflichtungen, Haushaltssteuer, Anfragen, ne, Akquise, weiß Henker was alles, wie man das so auf die Reihe bekommt. Also das lernt man dann auch, dass man wirklich diese Konzentration, diesen Fokus hat. Und dann kommt eines, glaube ich, der wichtigsten Instrumente da innerhalb dieses Kurses, nämlich der 28-Tage-Transformer. Das ist, dass die Leute dann dieses Ziel, das rockt, das sie wirklich vorgenommen haben, wo sie gesagt haben, das mache ich jetzt, das tragen die in ein Formular ein. Sie sagen, also ich möchte das gerne, ne, das und das erreichen. Ich will irgendwie gerne, was weiß ich, wenn jemand zum Beispiel sagt, es gibt so viele Leute zum Beispiel, die sagen, ich würde mal gerne ein Buch schreiben. Ne? Oder es gibt Leute, die sagen, irgendwie, oh, ich habe so eine Idee, eine Software zu programmieren. Oder weiß der Henker was alles. Ne? Da war eine Frau dabei, die wollte irgendwie eine Präsentation machen, irgendwie um einen Verlag von einem bestimmten Projekt zu überzeugen und so weiter. Also was immer das auch ist, dass man sich dann also sagt, okay, ich will das jetzt hier machen, in den nächsten 4 Wochen will ich das und das konkret rauskriegen. Und wenn man zum Beispiel ein Buch schreiben würde, wäre zum Beispiel gut, wenn man mal so ein Treatment schreiben würde, mal einfach so einen Entwurf über 8 bis 10 Seiten, den man mal vielleicht auch anderen Leuten zeigen kann und sagen kann, hier, dann hat das Potenzial, kann man daraus ein Buch machen, ist das interessant oder sowas. Und wenn sich also dieses Ziel vornimmt, das trägt man ein, dann trägt man ein, warum man das machen will, welche Maßnahmen man ergreifen möchte und so weiter und so fort. Dann klickt man auf den Button und dann kommt quasi jeden Tag eine Mail, wo einem dieses Ziel auch nochmal zurückgespiegelt wird, was man sich vorgenommen hat. Und das alleine ist schon eine Menge wert, weil jeden Morgen, wenn man dann sozusagen in den Postkasten reinguckt, sieht man, ah ja, genau, stimmt, ne? Darf nicht vergessen, irgendwie daran wollte ich arbeiten. Dann hat man die Möglichkeit dabei, auf einer Skala von 1 bis 10 zu bewerten, wie gut bin ich eigentlich für dieses Ziel unterwegs gewesen gestern. Das heißt, dass man auch mal so ein bisschen reflektiert. Ne? Oh, eigentlich habe ich gestern gar nichts dafür gemacht. Mist, da muss ich aber heute mal ein bisschen Gas geben. Ne? Oder auch umgekehrt, nö, gestern war eigentlich gut. Irgendwie, da habe ich doch irgendwie hier, ne, 1,5 Seiten runtergeschrieben und dem telefoniert. Und das war doch irgendwie eine gute Sache. Da gebe ich mir mal 8 Punkte für. Und diese Punktevergabe, die man dann Tag für Tag macht, die taucht auch als Graph auf. Also dann sieht man dann in der Mail, ich glaube, das ist andersrum, muss das dann so sein, keine Ahnung, wo man so einfach diese punktuelle Entwicklung aussieht, dass man von Tag zu Tag sieht, ne, wo ist nach vorne gegangen, wo habe ich vielleicht auch mal so 2 Tage, 3 Tage das vernachlässigt. Das gehört ja auch dazu, dass man vielleicht das nicht immer so geradeaus durchziehen kann. Aber das motiviert sehr. Ich habe einen Teilnehmer dabei gehabt, der hat den 28-Tage-Transformer für eine Prüfung verwendet. Der wusste jetzt, ich habe hier in 6 Wochen eine ganz wichtige Prüfung. Ich muss das bis dahin hinkriegen. Und er hat sich dadurch motiviert, dass er jeden Tag irgendwie auch diese Bewertung durchgeführt hat. Ne? Wie gut war ich gestern für diese Prüfung unterwegs? Ne? Und der hat sie dann auch wirklich sehr gut geschafft. Und
diese Mails enthalten dann auch nochmal wichtige Coaching-Tools, die einem helfen, nicht nur so am Ball zu bleiben, sondern eben auch sich selbst zu motivieren und auch diese Barrieren, die jeder auch hat. Ne? Das ist ja auch ein Problem, das einfach auftaucht, wenn man sich ein geiles Ziel setzt, also ein Ziel, das wirklich rockt, dass man dann auch schnell merkt, oh, ne, da gibt es dann vielleicht auch innerliche Einwände, dass man vielleicht auch Schiss hat, dass man irgendwie damit auf eine Klappe fliegt oder dass man das nicht schafft, ne? Dass man vielleicht dafür doch nicht so geeignet ist, wie man so denkt und so weiter und so fort. Das hält auch viele Leute davon ab, dann in Quark zu kommen. Und dafür habe ich dann spezielle Coaching-Übungen entwickelt, die ganz einfach sind, aber genau darauf ausgerichtet sind, dass man diese Barrieren wegkriegt. Ja, super. Klingt ja nach einem wirklich intensiven Prozess. Wie lange wird der denn dauern? 6 Wochen. Also wir starten mit 2 Wochen durch, wo es erstmal darum geht, wirklich nochmal das Ziel auf den Punkt zu kriegen, wirklich auch klar zu werden, was ist das jetzt? Und in den 2 Wochen geht es auch darum, dass man einen Kurspartner findet. Das ist auch ein wichtiges Konzept dabei. Viele Leute machen den Fehler, dass sie versuchen, solche Sachen immer alleine durchzuziehen, und das ist gar nicht so förderlich, sondern es ist oft viel besser, wenn man noch einen Sparringspartner hat. Man muss nicht unbedingt das Gleiche machen wie man selbst. Das kann auch jemand sein, der was ganz anderes vorhat. Aber dass man zum Beispiel jemanden hat, mit dem man einmal in der Woche telefoniert oder skypt, ja, und mit dem man sich einfach austauscht zum Beispiel. Wie weit bist du wirklich gekommen? Was sind bei dir die Themen gerade? Oder wir machen ja in diesem Kickstarter jede Woche auch ein Webinar, das so über 1,5 bis 2 Stunden geht, wo ich dann auch Coaching-Techniken zeige und Fragen beantworte und auch Leute live coache. Und dann gibt's, danach haben wir eine Hausaufgabe. Das kann man auch mit dem Kurspartner machen. Und dieser Kurspartner wiederum, das haben mir ganz viele Leute geschrieben, das war für die auch der absolute Bringer, weil sie dadurch auch wirklich bei der Stange geblieben sind. Und bei den beiden Frauen zum Beispiel, die ich interviewt habe, die haben jetzt zum Beispiel ganz frisch ein Projekt aufgesetzt, das daraus entstanden ist. Das heißt die Kriminalisten.de, die wollen im Internet einen Roman schreiben zusammen mit ihren Lesern. Also ein ganz frisches Projekt, irgendwie finde ich eine ganz, ganz tolle Sache und auch eine Sache, die ich jetzt durch dieses nächste Kickstarter-Seminar auch aktiv unterstützen werde, weil ich das finde, das ist einfach ein geiles Ding, was sie da auf die Beine gestellt haben, und die beiden haben sich über dieses Seminar kennengelernt und ich weiß nicht, was aus dem Projekt wird oder sowas, ich werde nicht auf jeden Fall so gut, ich kann die beiden dabei unterstützen, aber ich finde das sehr berührend, wenn ich dann von Leuten so höre, dass sie dann teilweise sich schon besucht haben und weiß der Henker was schon irgendwie auf die Beine gestellt haben. So, das sind die ersten beiden Wochen. Ziel klar kriegen, sich darauf vorbereiten, Kurspartner finden und dann geht's los. Und dann haben wir 4 Wochen, wo es dann wirklich intensiv darum geht, dieses 28-Tage-Ziel umzusetzen. Und in diesen 4 Wochen gibt es dann jede Woche ein Webinar, wo ich dann auch neue Techniken zeige, wo die Leute auch Fragen stellen können, wo ich sie halt coache, sodass sie wirklich auch dranbleiben. Weil diese 28 Tage, das muss man auch wissen, die durchlaufen oft auch ein ganz bestimmtes Muster. Das ist nicht bei allen Leuten so, aber bei ganz vielen Leuten so. Und zwar kann man beobachten, dass wenn Leute sich zum Beispiel verändern wollen, sagen wir mal, sie wollen entweder abnehmen oder sie wollen so ein Ziel umsetzen oder sich, was weiß ich, neue Arbeitsgewohnheiten drauf schaffen oder was auch immer, Sport machen oder sowas, dann ist es meistens so, dass die Leute in den ersten Tagen total motiviert sind. Ja, die geben auch richtig Gas, machen alles, was so irgendwie drin ist, und dann geht die Kurve so richtig einmal nach oben. Und dann passiert in den ersten 4 bis 10 Tagen, kommt dann irgendwie so ein Hänger. Kann man fast schon die Uhr nachstellen. Dass sie irgendwie nach 5 oder 6 Tagen geht die Kurve runter. Und da setzen dann zum Beispiel alte Gewohnheiten wieder ein, dass man doch merkt, oh, das ist ganz schön anstrengend. Jetzt das ist nicht mehr so wie früher und ich muss mich umstellen. Und zu Anfang ist man noch so ein bisschen motiviert, auch durch die Umwelt, aber das hört ja dann irgendwann auch auf und sowas. Also dann kommt man in diese Hängersituation rein. Und das ist der Punkt, wo die meisten Leute auch aufgeben. Das ist auch der Grund, warum die meisten Silvesterwünsche scheitern, weil man nach dem ersten Antrieb irgendwie diesen Kickback hat, dass die alten Gewohnheiten wieder einsetzen, dass der in Anführungsstrichen Schweinehund zuschlägt, auch Veränderung anstrengend ist, wir das als Stress erleben. Und da helfe ich den Leuten quasi, über diese Hängerphase auch rüberzukommen, dass sie das wirklich gut meistern. Und wenn man das geschafft hat,
dann kommt man in so eine Phase rein, die ich Momentum nenne. Das heißt also, dann merkt man plötzlich, oh, ich komme zum Beispiel mit meinem, was mit meiner Story irgendwie weiter. Das erste Konzept für das Softwareprojekt, das ist irgendwie schon ganz gut geworden. Oder wenn jemand zum Beispiel sagt, hier, ich weiß, ich will wieder rausgehen, irgendwie um frischen Wind irgendwie in meine Beziehung bringen oder sowas. Ne? Und man hat sich da wirklich auch den Arschtritt gegeben und macht jetzt was, telefoniert, geht raus, trifft Leute und so weiter und so fort. Dann merkt man meistens so nach 10 Tagen oder sowas, dass sich irgendwie schon was bewegt oder sowas. Ne? Vielleicht hat man noch nicht den Traumpartner gefunden, aber man hat vielleicht mal interessante Kontakte gemacht, irgendwie vielleicht einen netten Abend mit jemandem, einfach mal so ein Gespräch erlebt, den man sonst nicht erlebt hätte. Oder man hat tatsächlich jetzt mal was schriftlich, was man anderen Leuten mal zeigen kann und die finden es dann geil oder sowas. Ne? Wie auch immer, also man kriegt dann plötzlich so das Gefühl, okay, da passiert was. Ne? Und das ermuntert dann einem auch richtig Gas zu geben. Und da kommt Momentum rein und da will ich die Leute hinkriegen, weil wenn sie da dann sind sie auch im Flow. Und dann geht es auch von, ich will nicht sagen alleine, aber dann passiert schon eine Menge wirklich von selbst. Klasse. Okay. Das heißt also, dieser Prozess wäre auch was, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich will mich als Reiki-Lehrer selbstständig machen oder als Geistheiler und ja, habe da noch so ein paar Hürden innerlich und vielleicht auch äußerlich, aber im Grunde ist das so meine Vision, weil das ist was ich halt öfter mal im Mitgliederbereich bei uns lese oder was mir Leute auch so schreiben dann. Ja, also dass sie eigentlich in der Richtung, also aus dem, was sie halt bei mir lernen, dass sie da eigentlich gerne so einen Beruf auch machen würden. Und das unterstütze ich natürlich auch, aber von daher könnte ich mir vorstellen, dass das gerade für solche Kandidaten auch eigentlich eine gute Adresse wäre, diesen Kickstarter mitzumachen, ne? Hundertprozentig. Und zwar aus folgendem Grund. Man muss natürlich jetzt Folgendes sehen. Also sagen wir mal, jemand trägt sich schon seit längerer Zeit damit irgendwie durch die Weltgeschichte, ich würde mich gerne mit selbstständig machen. Oder vielleicht hat jemand auch sozusagen schon mal so ein bisschen so nebenbei was angeboten, vielleicht sogar mal, keine Ahnung, eine Webseite ins Netz gesetzt oder wo auch immer. Ne? Und denkt sich, naja, ich habe das jetzt so halbherzig gemacht, ich würde mal ein bisschen mehr Gas geben. Ne? Dann ist dieses Seminar vor allen Dingen deswegen gut, weil es wirklich darum geht, jetzt in den nächsten 4 Wochen ein konkretes Ziel zu verfolgen. Also zum Beispiel jemand, der sagt, ich würde mich gerne mit selbstständig machen. Der könnte zum Beispiel überlegen, okay, wäre das jetzt zum Beispiel was, dass ich mir zum Beispiel vornehme, dass ich jetzt in den nächsten 4 Wochen wirklich endlich mal die Webseite online stelle, die ich schon mal die ganze Zeit online stellen wollte, ja. Das wäre zum Beispiel so ein Kickstart-Projekt oder sowas, dass man sich allein darauf konzentriert, jetzt irgendwie diese Hürden zu nehmen und irgendwie nach den 4 Wochen irgendwie habe ich die Webseite, die ich rausgeben kann, ne? Oder ich mache einen Flyer fertig und ich habe meine Visitenkarten, dass ich schon mal irgendwo was auslegen kann, ne? Oder wenn jemand sagt, naja, Webseite habe ich schon oder sowas, dass er zum Beispiel sagt, okay, jetzt in den nächsten 4 Wochen sehe ich zum Beispiel zu, dass ich anfange, die ersten Leute zu akquirieren, ne? Dass ich rausgehe, dass ich vielleicht Kontakte mache, dass ich irgendwie gucke, dass ich meinen Flyer irgendwo ausgelegt kriege, dass ich vielleicht ein paar Vortragsabende einfach mal an den Start bekomme und so weiter und so weiter. Also, dass man wirklich sich konkret überlegt, was würde mir jetzt den Durchbruch bringen? Und da helfe ich den Leuten auch, das auf den Punkt zu kriegen, weil es bei jedem auch verschieden. Was würde mir jetzt wirklich den Durchbruch bringen, wo ich wüsste, da geht es jetzt voran? Und auch etwas zu setzen, was wirklich in 4 Wochen machbar ist. Ich hatte zum Beispiel einen Steuerberater, der über mehrere Jahre hinweg immer nebenbei so eine NLP-Ausbildung gemacht hat. Und der mir sagte, naja, irgendwie, er würde ganz gerne mal irgendwie so Klienten haben, ne? Irgendwie mal so ein bisschen mehr Praxis auch erwerben. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss dein Ziel sein, ne? Bis Ende des Monats hast du mindestens 3 oder 5, je nachdem, sollte er sich selber festlegen, 3 oder 5 Sitzungen, ne, soll bei dir gebucht sein. Das muss jetzt dein Ziel sein, ne? Da musst du jetzt dran arbeiten. Und das muss so sein, dass du wirklich jetzt jeden Tag drauf loslegst und dir überlegst, wie kriege ich das jetzt hin, ne? Wen kann ich ansprechen, wie kann ich es einbuchen? Und er hat dann gesagt, okay, also wenn ich 3 Sitzungen wirklich hinkriegen würde, das wäre schon großartig, ne, als einen ersten Startpunkt nur, ne? Und dann hat er mir nach anderthalb Wochen gesagt, das war viel zu einfach, ich habe schon 5. Ne? Also da sieht man einfach, wie wichtig es ist, dass man sich konzentriert. Und wenn sich jemand selbstständig machen möchte, oder gerade an dieser Schnittstelle ist, dass er auch sagt, ich habe ja schon so ein bisschen. Ne? Das ist ein idealer Kandidat, weil er kann jetzt wirklich diese 6 Wochen nutzen, um diesen einen Schub nach vorne zu kriegen. Und
Meine Erfahrung ist, wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, ich sehe zu, mir mal Klienten zu besorgen, das wäre zum Beispiel eine gute Sache, ne? Weil das motiviert dann auch, dass man vielleicht dann auch wirklich Leute hat, die da sind, die vielleicht auch was bezahlen, ne? Das ist, dass man auch ein Feedback bekommt, dass die eigene Arbeit was bringt und so weiter und so fort. Das ist schon eine gute Sache. Und in dem Augenblick, in dem man diesen Prozess reingeht und jeden Tag drüber nachdenkt und jeden Tag auch über Lösungen nachdenkt, was kann ich jetzt noch machen, wen kann ich noch anrufen, wen kann ich noch ansprechen, was kann ich auf meiner Webseite machen, was kann ich nur bei Facebook machen und so weiter und so weiter. Da kommt ein Prozess ins Rollen, ja, und wenn dann diese ersten Erfolge reinkommen, dass man wirklich sieht, okay, ey, ich habe jetzt wirklich einen gekriegt, ne? Ich habe mich 3 Monate abgequält, irgendwie da voranzukommen, aber jetzt habe ich es wirklich gepackt, ne? Das ist genau das, was wir da erreichen wollen, dass wir eben nicht nur sagen, ja, okay, ich habe es jetzt gemacht, irgendwie, jetzt habe ich irgendwie 5 Leute, sondern dass du rausgehst und verstanden hast, so funktioniert das. Ne? Das ist auch der Prozess, der dahinter steckt, wenn man seine Ziele erreichen will. Und da ich jetzt das kleinere Ziel schon erreicht habe, setze ich mir vielleicht jetzt gleich direkt nach dem Kickstarter nochmal noch ein größeres Ziel. So habe ich das ja auch gemacht. Ne? Ich habe auch, als ich mich selbstständig gemacht habe, bin ich auch so mit zitternden Knien losgegangen, ne? Weil ich dachte, oh, ne? Ob das mal alles so hinhauen wird. Ne? Und es waren oft die Herausforderungen, wo ich dann so dachte, ne, schaffe ich das? Den ich mich dann aber irgendwie doch gestellt habe, wo ich vielleicht auch das ein oder andere Mal zwischendrin geflucht habe, weil es dann doch nicht so einfach ging, wie ich mir das gewünscht habe. Die aber mir dann irgendwie, wenn es mir dann gelungen ist, doch so viel Mut gemacht haben, dass ich gesagt habe, ey, jetzt, ne, wenn das schon hingehauen hat, ne, dann klappt vielleicht noch ganz was anderes. Ne? Und so hat sich das bei mir entwickelt. Und ich glaube, so entwickelt sich das bei vielen Leuten, die was auf die Beine stellen. Ja, das ist auch meine Erfahrung. Also wenn ich vor 15 Jahren mir jemand gesagt hätte, ich würde jetzt heute dastehen, wo ich jetzt stehe, das hätte ich kaum glauben können. Und also, dass ich von dem, was ich gerne mache, übers Internet leben kann und auch auf der Erde leben kann, wo ich will, wenn mir das jemand vor 15 Jahren gesagt hätte, da hätte ich gesagt, nee, das glaube ich nicht. Und es geht ja wirklich um das Anfangen und dann zu sehen, ja, wenn das geht, dann geht vielleicht auch das. Also einfach da sich so, sich immer wirklich Ziele zu setzen, das ist meine Erfahrung. Also nicht so in dieses esoterische, ja, ich visualisiere mir jetzt 1 Million oder so, weil wenn man gerade auf Hartz IV ist oder vielleicht einen Job hat, wo man an der Kasse 1200 Euro verdient oder irgend sowas, dann ist das wahrscheinlich einfach nicht glaubwürdig fürs eigene Unterbewusstsein. Und dann ist man vielleicht, wie du vorhin erzählt hast, ja 4 Tage motiviert und dann merkt man, ich sitze ja aber immer noch hier an der Kasse. Und das war's dann, weil man dann einfach aufgibt. Und aber sich vielleicht das Ziel zu setzen, zu sagen, ja, okay, noch sitze ich an der Kasse, aber ich möchte mal anfangen nebenbei mit meinen Reiki-Sitzungen, eine Sitzung pro Woche zu haben oder so und dass das nicht irgendwann nur so vor sich hin plätschert und zufällig einmal im Monat einer vorbeischaut, sondern ich möchte mal irgendwas dafür tun, dass das einmal die Woche wird und dann schafft man das auch. Und wenn man das geschafft hat, dann zu sagen, ja, warum nicht 3 pro Woche? Und dann kommt man schon langsam ans Grübeln, zu sagen, vielleicht mache ich Kasse nur noch halbtags oder so. Und also diese Ziele sich so nach und nach aufzubauen, das finde ich was ganz Wichtiges und einfach realistisch da weiterzugehen. Und also das ist dann auch das, wo es ja Spaß macht, wo man dann halt auch Erfolge sieht, wo man Ziele erreicht. Und ja, vielleicht ist man ja dann auch wie dein Steuerberater da erstmal sogar zu bescheiden und merkt, oh, ich bin ja doch einen Schritt weiter schon, als ich selber dachte. Und dann ist man ja aber auch schon wieder weiter, um zu sehen, okay, mein nächstes Ziel setze ich mir dann vielleicht doch etwas höher schon. Ja, genau. Und ich glaube, das ist so ein ganz gesunder Mix aus diesem ganz großen, ne? Think big, was die Amis ja auch mal sagen, irgendwie, und dem ganz konkreten, irgendwie, okay, was kann ich denn heute jetzt so in den nächsten 4, 8 Stunden irgendwie, nachdem die Hunde rausgeführt sind und ich denke, was ich noch die Steuer erledigt habe, ne? Was mache ich denn dann jetzt noch Schönes heute? Genau. Genau, das denke ich halt auch. Das sind diese Zeitfenster, die man sich überhaupt schaffen kann. Also eben auch zu sehen, was ist überhaupt realistisch? Also kann ich mir vielleicht 1 Stunde freischaufeln pro Tag oder sind es vielleicht 2 oder 3 oder vielleicht auch 4 oder 5? Aber eben nicht zu erwarten, ich setze mir hier was auf, was 10 Stunden dauern würde und ich habe aber nur 2.
Und dann bin ich natürlich frustriert und enttäuscht und lasse es vielleicht nach 2-3 Tagen dann auch schon gleich wieder liegen. Mhm. Genau. Genau, ja, ist richtig. Was meinst du, wie viel Zeit braucht man, wenn man deinen Kickstarter-Kurs macht, um auch was auf die Reihe zu kriegen? Also was sollte man realistisch, wie viel Zeit pro Tag sollte man in der Lage und bereit sein zu investieren? Also erstmal, es ist ein intensiver Kurs. Es ist, ich habe ihn mit reichhaltig Materialien ausgestattet, die muss man sich auch nicht gleich alle zu Anfang reinpfeifen, weil ich habe einfach so ein Füllhorn an Coaching-Techniken schon mal zur Verfügung gestellt, die man irgendwie auch noch nach dem Kurs nutzen kann. Aber mal de facto ist es so, wir haben einmal in der Woche ein Webinar, das geht in der Regel, sage ich mal, ich würde mal so tippen, so 1,5 bis maximal 2 Stunden, das ist so der Rahmen. Ne? Ich setze immer auf 1 Stunde an, aber dann kommen Coachings und unglaublich viele Fragen und so weiter und so fort, also 1,5 bis 2 Stunden. Da muss man nicht dran teilnehmen, weil man kriegt auch immer den Mitschnitt zum Wochenende geliefert, dann in etwas kondensierter, komprimierter Form, sodass man also alles Wesentliche auch, wenn man keine Zeit hat, sich da zu Gemüte führen kann. Dann sollte man sich einmal in der Woche wirklich diese Zeit nehmen, mit sich einem Kurspartner auszutauschen. Da würde ich sagen, sollte man mindestens auch mal so 1/2 Stunde ansetzen. Vielleicht wird da mal länger was draus oder sowas. Das kann man auch gut am Wochenende mal machen, aber mit jemandem quatscht. Und der 28-Tage-Transformer, das ist also dieser 4-Wochen-Umsetzungsprozess, da würde ich pro Tag so circa 10 bis maximal 15 Minuten ansetzen. Es gibt mal vielleicht eine Übung, wo man das Gefühl hat, boah, ey, da steckt jetzt richtig was drin, das will ich da, da kann ich noch mehr Beute machen, wenn ich mich intensiver mit beschäftige. Aber das ist jedem selbst überlassen. Aber 10 bis 15 Minuten sollte man da so einplanen. Und das ist, dazu gehört dann eben auch zu diesen 10 Minuten, dass man sich einfach nochmal dieses Ziel visualisiert und sich auch konkret fragt, okay, was mache ich denn jetzt heute damit? Ne? Dass man auch das dann für sozusagen für den Tag einplant. Und dann ist man schon sozusagen auf der Straße, um was auf den Beinen zu stellen. Ja, super. Also das ist ja auch nichts, was man nicht sich irgendwie eben ja freischaufeln könnte. Also 10 Minuten oder 1/4 Stunde oder vielleicht auch, wenn du sagst, mal ein paar Minuten mehr, wenn es einen begeistert. Ist, glaube ich, für jeden irgendwie machbar. Notfalls halt einfach auf die Tagesschau mal verzichten oder irgendwas einfach eben sein lassen, was man an Gewohnheiten macht, die einen vielleicht eh nicht so wirklich weiterbringen. Und ja, hast du noch was zum jetzigen Moment? Oder wollen wir mal? Wir haben ja noch einen Prozess, genau. Den wir uns geben. Dazu vielleicht so ein, zwei Hinweise, was das für ein Prozess ist. Das ist ein Prozess, der auch bei Kickstarter vorkommt, wo es darum geht, äußere Probleme zu lösen. Also es gibt so eine ganze Reihe von Prozessen, wo es so darum geht, so die innerlichen Barrieren aufzulösen, aber nicht jedes Problem, dem man begegnet, ist ja nur innerlich oder so. Es gibt ja auch so ganz äußerliche, handfeste Sachen oder sowas, was weiß ich, irgendwie, man will was auf die Beine stellen, aber hat das Geld nicht dafür oder man hat nicht die Kontakte dafür oder es fehlt einem an der Zeit, das hinzukriegen oder hat überhaupt keine Lösung. Wie kriegt man das denn jetzt irgendwie überhaupt hin? Ne? Fehlt vielleicht eine technische Lösung für irgendetwas. Oder es gibt auch zwischenmenschliche Probleme. Ne? Man würde gerne irgendwie jemanden davon überzeugen, irgendwie mitzuziehen, damit das Projekt auch wirklich was wird, irgendwie, aber der sperrt sich zum Beispiel. Ne? Und was macht man in so einer Situation? Wenn man jetzt wirklich auch mit einer äußerlichen Herausforderung konfrontiert wird. Und da habe ich einen Prozess, den ich zur Verfügung stelle, der hilft, sozusagen auch die eigene Intuition anzuzapfen, um Ideen und Lösungen zu entwickeln, wie man es hinkriegen kann. Und passend dazu gibt es auch noch ein Interview mit einem Teilnehmer, der das gemacht hat. Das ist auch sehr sehenswert, der auch ein bisschen erzählt hat, den ich durch diesen Prozess gecoacht habe. Das kann man sich da auch nochmal angucken. Und der für sich eine sehr interessante Lösung gefunden hat, ja, die schon so ein bisschen auch einen nachdenklich stimmt. Mehr will ich darüber gar nicht verraten. Ja, wo man einfach nochmal so sieht, okay, was dabei auch rauskommen kann, wenn man sich wirklich aktiv um Lösungen bemüht. Aber mehr will ich an dieser Stelle auch nicht verraten. Man sollte es sich wirklich am besten einfach mal angucken. Ja, toll. Okay, das ist also unser Dankeschön dafür, dass du bis zum Ende jetzt zugeguckt hast. Ich hoffe, es war mehr dabei als
dass du jetzt nur gehockt hast und gewartet hast, dass wir fertig sind und du dir jetzt dein Geschenk runterladen kannst. Und dazu auch nochmal so als Tipp, also es ist toll, sich solche Dinge runterzuladen und noch viel cooler ist es, sie auch zu benutzen. Also ich sage das durchaus aus eigener Erfahrung, weil es gibt, und das schlägt ja auch nochmal den Bogen zu dem, was du am Anfang gesagt hast, mit dem unser Problem ist nicht Unwissenheit, sondern Verwirrung. Also es ist wirklich gut, einfach sich solche Dinge in einem bestimmten Ordner auch auf dem PC mal abzuspeichern, wo du weißt, okay, das ist der Ordner, in den packe ich mir coole Sachen rein, die ich auch benutzen will. Und dann eben auch dir vielleicht eine Zeit am Tag mal zu setzen, zu sagen, so und heute, jetzt, ah ja, ist wieder 17 Uhr oder 19 Uhr, was auch immer, jetzt gucke ich da mal rein. Und das ist dann im Grunde so ein bisschen wie Ostereier suchen oder also Weihnachtsgeschenke auspacken, weil das sind ja wirklich hochwertige Sachen, die Martin hier verschenkt oder die ich auch mal verschenke oder von anderen, was du da so bekommst und nutze es wirklich und dann wirst du auch Resultate haben. Okay, ja. Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Ja, okay. Wir haben ja jetzt über den Kickstarter schon einiges gesprochen und es kann ja sein, dass das dann auch den einen oder anderen jetzt schon inspiriert zu sagen, ja, da will ich dabei sein. Ab wann kann man den denn bestellen? Ab wann kann man denn? Also der ist jetzt buchbar ab Mittwoch, den 30.05. Für so circa für eine gute Woche. Und er wird dann direkt durchstarten am Mittwoch, den 13.06. Das ist dann das Startdatum, wo es dann losgehen wird. Und wir sind dann so bis Ende Juli dann bei der Geschichte unterwegs. Das passt auch ganz gut für Leute, die zum Beispiel in der Zeit dann noch Urlaub machen. Das geht auch. Ne? Die Sachen werden ja per E-Mail angeliefert, kann man sich auch irgendwie dann, ne, ganz gut sogar im Urlaub angucken, wenn man es möchte, wenn man dann in der Zeit im Urlaub ist. Ne? Und ja, das sind so die Koordinaten. Ja, prima. Okay, also das sagen wir natürlich dann nochmal extra an, wenn es losgeht. Aber nur, dass ihr das schon mal wisst, also schaut euch einfach mal diesen Prozess an, der jetzt hier unter dem Video zum Download bereitsteht oder vielmehr zum der Link steht bereit, also draufklicken und einfach auf Martins Seite dann runterladen. Und ja, ich freue mich dann auch auf Rückmeldungen, sei es Kommentare unter dem Video, sei es im Blog. Und ja, wünsche dir viel Freude damit. Und dir, Martin, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Ich habe zu danken. Fand ich wieder sehr interessant. Und ja, bis bald. Bis bald. Tschüss.